Ingrid Kollmann erkennt schnell, dass sie gegen die bewaffneten Männer nichts ausrichten kann. Der Schlossschlüssel, mitkommen! Los, schnell! Ich habe die Polizei schon angerufen, die 110. Die Nummer, die Autonummer müssen wir aufschreiben. Die Zeugen draußen vor der Sparkasse reagieren vorbildlich. Lediglich Carla Müllmann hat nicht mitbekommen, wer da vor ihr die Sparkasse betreten hat. Und alles bleibt ruhig. Wenn ihr euch ruhig verhaltet, passiert euch nichts. Während der merkwürdig maskierte Wortführer Angestellte und Kunden in Schach hält und sein Komplize das Geld in der Kassenbox zusammenrafft, zwingt der dritte Täter die Kassiererin, ihm den Tresor im Keller zu öffnen. Einpacken, los, schnell! Carla Müllmann kann sich zunächst keinen Reim darauf machen, was sie da sieht. Was ist denn hier los? Ist das ernst oder Spaß? Stell dich da rüber, Oma, und bleib ruhig. Das sowas? Die Rentnerin aber hat Glück. Kurz nachdem sie den Ernst der Lage erkannt hat, ist der Spuk auch schon vorüber. Mit einer Beute von rund 500.000 Mark machen sich die drei Räuber aus dem Staub. Da, jetzt kommen sie! Auch die Flucht der Täter wird von den Zeugen draußen registriert und genau beobachtet. Dennoch geht die Fahndung der kurz darauf eintreffenden Polizei ins Leere. Der grüne Audi 80 bleibt wie vom Erdboden verschwunden. Ich habe jetzt alles durch. Das ist ziemlich hoffnungslos. Unseren grünen Audi mit dem Mainzer Kennzeichen gibt's nicht. Du weißt ja, wie leicht man sich da verguckt. Ja, schon. Aber ich habe alle ähnlichen Möglichkeiten jetzt gescheckt. AE. AL für AF und hinten 3 statt 8. Und umgekehrt. Alles Fehlanzeige. Von drin jede Menge gute Fotos. Mit einem Haufen guter Details von der Kleidung und den Waffen. Draußen vor der Tür. Da müssten Sie mal eine Kamera anbringen, damit man die Fluchtautos sieht. Kannst ja mal einen Verbesserungsvorschlag machen. Aber Spaß beiseite. Wie weit bist du denn mit deinen Vergleichsfällen? Die Geschichte hier könnte passen. Sieht nach der gleichen Handschrift aus. Vor einem halben Jahr in Kempfeld, Kreis Birkenfeld. Und? Was war da? Überfall auf älteres Ehepaar. Und? Direkte Parallelen? Naja, wenn du so willst, schon. Ebenfalls 3 Täter. Aha. Alle maskiert. Einer deutlich größer als die anderen beiden. 2 Mittellangwaffen. Nicht schlecht. Die Opfer sprachen allerdings von abgesägten Schrotflinten. Und einer soll einen Revolver gehabt haben. Naja, zusätzlich einen Revolver hat der eine Typ da auf den Fotos auch noch am Gürtel hängen. Und wie war es mit Autos? Nichts Konkretes. Ein Zeuge hat allerdings ein paar Tage vor dem Überfall einen Wagen gesehen mit 3 Männern aus dem Saarland, aus Merzig, also MZG. Und das waren Privatleute, die da überfallen worden sind? Ja, die Eheleute Erwin und Maria Helmes. Denen hat früher das Sägewerk dort gehört. Die waren gerade beim Fernsehen. Los, zurück! Was war denn das? Etwa der Geschirrschrank? Was soll denn das? Runter! Auf den Boden legen, los! Ganz ruhig bleiben, dann passiert ja nichts. Reden Sie sich nicht auf! Bitte lassen Sie meinen Mann in Frieden! Ich war erst heute noch mal in der Klinik. Wo ist der Safe? Sie müssen doch einen Safe haben! Ich kann ich Ihnen schon zeigen, aber da ist nichts drin. Los, aufstehen! Wo ist der Schlüssel? Los, aufstehen! Hinsetzen! Die Frau Helmes hat denen den Safe aufgemacht. War aber tatsächlich nicht viel zu holen. Und dann haben sie den schwer herzkranken Mann mit Klebeband gefesselt. Ein Riesenglück, dass da nichts passiert ist. Die Frau Helmes haben sie dann genauso gefesselt. Und danach sind sie abgerückt mit ein paar 100 Mark Beute. Und mit den Papieren des Mannes. Und wie sind die Leute denn wieder freigekommen? Die Frau konnte das Klebeband lockern und dann hat sie auch gleich die Polizei angerufen. Scheller!